Moin! Es ist... Hallo. Ich werde euch nicht anfassen, keine Angst. Was? Vielleicht nachher. Ich beginne mit einem kurzen Liebesgedicht. Passt auf, damit ihr das auch mitbekommt. Die Straßen sind nass. Der Regen vorbei, die Luft sauber. Mit diesem Geruch nach Erde, du atmest aus, ich fühle mich frei, der Himmel ist klar. Denn der Mond erhält die Sterne. Nebel liegt auf den Straßen, erleuchtet vom Blitzlichtstroboskop, du bläst den Rauch aus. Schwerelose Wolken, die Stille gewinnt, denn der Donner ist tot, ein Schulterblick. Zur Dunkelheit im Raum, der Blinker blinkt, Bremslichter erlischen, ein leises Knistern. Der Wassertropfen im Baum, während Scheibenwischer Scheiben wischen, hinten fällt unsere Kippe auf den Asphalt. Glut zerberstet, du sagst, wir werden niemals alt, ich frag, ob die Ewigkeit das wirklich wert ist, die Sitzheizung brennt. Wind weht dir Aufbruchstimmung ins Gesicht, du siehst die Zeit, wie sie in uns vorbeirennt, doch die Nacht wird enden, ob man will oder nicht, die Bässe werden unterbrochen vom Regen, Blitze spiegeln sich in deinen Augen, aber wir fahren dem Gewitter entgegen. Dankeschön. Nun habe ich aber diesen Text letztes Jahr geschrieben. Mittlerweile hat sich der Beziehungsstatus auch auf Facebook geändert. Ich habe der Frau einen neuen Text geschrieben. Trägt den Titel, du fühlst dich falsch an. Geht so. Hey du fühlst dich falsch an. So richtig verkehrt, als hätte deine Mutter in der Schwangerschaft besoffen gekifft. Du bist wie Seife in Schnittwunden, wie morgendlicher Frost auf Autoscheiben. Unglaublich schön anzusehen. Aber zeitlich halt echt kacke. Du bist wie diese 10-Jährige mit dem Smartphone und Beziehungsproblem, wie dieser Nieselregen, der einem morgens beim Sprint zur Bushalte ins Gesicht weht. Du bist wie diese Straßenbahn, die heute mal lieber 2 Minuten zu früh kam. Du bist wie so eine Nachricht auf Facebook, die man lieber nicht anklickt, damit sie ungelesen bleibt und man nicht antworten muss. Du versetzt mich in Panik. Wie diese Erinnerung, dass man vor 90 Minuten eine Pizza in den Ofen geschoben hatte. Wie dieses hilflose Gefühl, während das Smartphone auf den Boden zufliegt, um sich mit ihm zu vereinen. Und danach bleibst du für immer Anwesende dieser Unsicherheit, ob man sich das Display jetzt wirklich noch angucken sollte. Du bist wie dieser Verwesungsgeruch in Krankenhäusern. Das Geräusch im Behandlungszimmer beim Zahnarzt. Du bist wie Rechtschreibfehler, die man erst bemerkt, wenn man die Hausarbeit schon vor 2 Wochen abgegeben hat. Du bist wie diese Plastikverpackung von Elektrogeräten, wie Werbepause mitten im Film. Du bist einfach ein Mensch, der sein Klopapier zur Wand hin abrollt. Und das braucht ein bisschen. Ich studiere jetzt in Hamburg und irgendwie bezahlen wir einen Hausmeister dafür, dass er in jeder Vorlesung durch jede Toilette läuft, um die Klorollen, die ich gerade richtig rumgedreht habe, wieder umzudrehen. Deine Augen machen bling bling. Doch die Geister, die ich rief, werde ich hier nicht mehr los. Du fühlst dich falsch an, Mann. So richtig verkehrt, als würde man mit links masturbieren. Und das ist ja manchmal schon ganz nett. Aber so richtig gut bis zum Ende geht das mit dir eben nicht. Du bist wie ein Til Schweiger-Film. Noch nerviger als verknotete Kopfhörer, eben einfach eklig wie dieser Duschvorhang, der sich als Tauchanzug an dich klebt. Du bist nie erreichbar. Wie offizielle Ämter und diese Kfz-Zulassungsstelle. Und ich weiß, weil ich halt nach Hamburg gezogen bin, in Hamburg bei dieser Zulassungsstelle, um mein Auto umzumelden. Und die haben von 10.10 Uhr bis 10.20 Uhr geöffnet. Aber auch nur an ungeraden Wochentagen. Und trotzdem penetrierst du mich immer so aggressiv wie Candy Crush-Spieler-Anfragen. Du bist so beständig wie der Benzinpreis an der Aral-Tankstelle. So entscheidungsfreudig wie Emos bei der Wahl ihrer Klamottenfarbe. Du bist diese Frau, die freitags einfach nie da ist. Du bist wie der Geruch von Kotze, bei dem mir sofort selber schlecht wird. Du bist wie Spotify-Werbung. Und diese Zeit mit dir war wie eine richtig gute Flasche Rotwein mit Korken. Das hatte schon Stil, war ohne Korkenzieher aber auch ganz schön nutzlos. Du bist wie diese Hose, die mir schon zu eng war, als ich sie kaufte. Du fühlst dich falsch an, Mann. Als hätte man abends vergessen, Zähne zu putzen. Und auch das kann einem nachts besoffen schon mal passieren. Aber auf die Dauer wird das halt eklig mit dir. Du fühlst dich falsch an, Mann. So richtig verkehrt. Wie ein transatlantisches Handelsabkommen. Oder irgendwelche Faschisten, die zu dumm sind, um ganz Deutschland in ihr Logo zu malen. Bei deiner Fresse wird mir klar,
warum beim Küssen mehr als 80 Millionen Bakterien übertragen werden. Und auch sonst bist du eher schlecht für den Durchschnitt. Auf dem Foto in der Küche siehst du aus wie Katja Epstein. Ich will nicht mal mehr die gleiche Luft wie du atmen. Aber dann Herzschlag. Es braucht nur ein Foto und Herzschlag, eine Melodie, ein Geruch. Um an alles zu erinnern, was du längst verdrängt hast, denn immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Du warst wie dieser Bus, der gleichzeitig mit mir an der Haltestelle ankam. Mit deinem WLAN hat sich mein Smartphone automatisch verbunden. In deinem Garten stand ein Birnbaum. Du warst wie WoW vor Patch 2.4.7. Du warst ein Sommer ohne Mücken, warst heller als Ludwig der 14. und hast mich mehr zum Strahlen gebracht als Fukushima das jemals könnte. Du warst meine außerparlamentarische Opposition im Frühling. Du warst wie eine Nacht in Bangkok. Du warst so perfekt wie die Wahlergebnisse in der DDR. Du warst die Person, der ich nachts besoffen Sprachnachrichten geschickt habe. Und du hast mir zwar nie geantwortet, aber ich mal persönlich darauf hingewiesen, dass ich entweder weniger trinken oder weniger reden sollte. Und ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Ich war der Regen, du das Meer, doch jetzt bist du weg. Weg. Hast mich mitgenommen und ich bin wieder allein, 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 allein. Danke.